ich da noch oben drauf setze? Ja. Also bei aller Liebe, es tut mir leid, dass ich mich da echt doof angestellt habe, aber ich finde, dass das nicht sehr logisch war. Vor allem, ich meine, ich habe nie Klanghölzer benutzt, vielleicht ist es doch logisch, wenn man Klanghölzer benutzt. Und ja, ich fische gerade meinen Stift vom Fußboden, deswegen bastel ich gerade nicht weiter. Da bin ich gerade sehr geärgert, muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sein. Und... ja, fand ich nicht in Ordnung. Der gehört hier rauf, ne? Ja. Ist der schon mal fertig? Zumindest sieht er so aus. Nein, das war schon richtig, wenn wir ihn so setzen. Ich überlege gerade ernsthaft, ob es an mir oder an dem Rätsel lag. Dampf stimmt, ne? Voraus, ich brauche etwas, um die Sohle zu befestigen. Also ich bin ja immer ganz ehrlich, wenn ich sage, okay, das hat für mich keinen Sinn gemacht und ich habe auch danach den Sinn nicht verstanden und dementsprechend ist das Rätsel halt für mich doof gewesen oder ich bin zu doof gewesen, weil es total offensichtlich war und ich kam halt einfach nicht drauf, da bin ich eigentlich immer sehr ehrlich. Weil es bringt ja niemandem was, wenn ich wen anders oder mich selbst da belüge. Das hat keinen Nutzen in irgendeiner Weise für irgendjemanden. Aber das fand ich, weiß ich nicht, vielleicht stand ich da wirklich einfach auf dem Schlauch und hätte von Anfang an die mitbekommen sollen, dass es so viele Noten wie das andere gibt, dann hätte ich es wahrscheinlich auch hingekriegt. Aber da kam ich nicht drauf. Das war mir unlogisch. Tut mir leid. Deswegen musste ich dieses Rätsel lösen. Bin ich ganz ehrlich. Das... nö. Naja, was soll's. Ich muss einen Weg finden, das Schloss von der Tür zu entfernen. Aha, guck mal, hier, das haben wir. Und das haben wir. Und das andere fehlt uns halt noch. Das Rohr ist zu heiß. Belastung ist nicht eben. Ah. Ach so, ich dachte gerade so, wofür haben wir denn Würmer? Aber klar, für die Ente. Ach so, weil die Ente die würde nicht hier hinfliegen. Die müssen wir durch das Labyrinth da lotsen. Oh, warte. Ich hätte die Kette da ja noch mitgenommen. Falsches Medaillon. Wo brauchen wir denn jetzt wieder ein rundes Medaillon? Ah, klar, auf dem Tisch.
auf den Tisch und kriegen eine Figur. Die Figur können wir, nachdem wir das Wimmelbild gelesen Schwan und Ente. Schwan und Ente. Das da? Ja. Die Büroklammer habe ich schon gesehen. Ein Rätselwürfel. Das ist hier so ein Zauberwürfel, ne? Oh, das war ein Draht und keine Büroklammer. Entschuldigung. Da ist die Büroklammer. Schildkröte. Klappt alles wieder einwandfrei, einwandfrei. Eins nach dem anderen finde ich hier und geht super fix und... Alter Schäder, Schildkröte. War ich ja fast der Meinung, bin ich hätte sie schon mal gesehen. Aber... ich finde sie gerade nicht. Ah. Wo soll sie anders sein als vorne im Bild? Ah. Manchmal sitzt man echt da und könnte sich selbst in den Arsch beißen. Ich meine, es bringt ja nichts. Aber, ne? Da ist der tolle Elefant. Ist das ein Messer? Ja. Und ein Brief. Diesmal zählt auch der Umschlag. Mhm. Kriegen wahrscheinlich die Oliven her. Und irgendwo müssen wir... Ach ja. Die Flügel an den wunderhässlichen Engel tun. Bewege die Beine und Hände und den Kopf der Musiker auf der Steintafel in jeweils richtige Stellung. Na geil. Also, die guckt so ein bisschen nach unten, hat den einen Arm höher. Der hat einen Fuß nach vorne und sie hat einen Fuß nach vorne. Sie hat beide Arme hoch. Hat aber dafür den Kopf nach oben. Sie wartet, bis der Dirigent ihr zeigt, was sie so machen soll. Okay, der hat den einen Arm unten und den anderen Arm oben. So. Der Saxophonist. Den einen Arm da. Das Bein nach hinten. Und der Dirigent hat den Arm nach oben und den so komisch gekrümmt und den Fuß nach vorne. Aber... stehend. So. Nein. Das ist richtig. Was stimmt denn noch nicht? Hände passen, der Fuß ist nach vorne, die passen, der Fuß steht, das passt, das ist okay. Das müsste stimmen. Kolben mit Säure.
immer in meinem Gartenhäuschen stehen? Den Draht? Ich wollte ehrlich gesagt mit dem Draht das Schloss knacken, aber... Hey, Kleines! Nix Kleines, ich hole dich hier raus. Wir holen dich hier raus, Kleines. Keine Angst. Ich muss... Wie heißt sie, Allison? Oder Alice? Thank you. You have to stop Eva from opening the doors of immortality. I heard them talking. If she finds the Maestro's notes inside, she'll become immortal. We can't let that happen. Here, take this. I snatched it while I was being brought here. I think it will help you. Good luck. Bleibt aber da sitzen und ist hier auch noch leider angekettet zu sehen. Fehler, Fehler, Fehler. Es hat ein bisschen nachgelassen, meine Leute. Steht, sitzt da immer noch. Okay. Da muss ich sagen, es hat nachgelassen. Also da war vorher, da war irgendwo eine andere Sache, die in die gleiche Richtung ging. Wenn ihr wisst, was ich meine. Da war das viel schöner gemacht. Mhm. Da war das viel schöner gemacht. Dass man das direkt gesehen hatte, was es für eine Veränderung gab. Und da habe ich mich noch sehr lobend drüber ausgesprochen. Vorne eine Sanduhr. Echt schade, dass sie dieses Detail nicht drin hatten. Es wäre auch okay gewesen, wenn das, das Weib direkt verschwunden wäre. Das wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Aber dass sie da noch in Ketten sitzt, böser Schnitzer. Böser, böser Schnitzer. Und ich muss sagen, hier bin ich bei sowas kritischer, weil halt es vorher so gut war. Es war vorher so super und auch das Spiel davor war ja wirklich grandios. Da war Logik, technisch alles drin. Die Wimmelbilder waren super. Ne? Das sind halt alles so Sachen, die mir halt speziell schnell auffallen. Und nein, ich finde diesen fucking Käfer nicht. Und auf sowas lege ich ja so besonders Wert. Und wenn das dann so super läuft und auch im zweiten Teil genau so anfängt, die Übersetzungen sind so toll und. Und dann plötzlich, wie wirklich, als wäre irgendjemand in dem Team ausgetauscht worden, der das Spiel gemacht hat, sind dann plötzlich so Schnitzer drin. Und das, ich muss sagen, es ärgert mich ein bisschen. Ich finde den blöden Käfer nicht. Ein Hut. Ein Herz.